Gott ist gut. Schau mal zu deinem Nachbar. Sag zu ihm, Gott ist gut. Gott ist gut. Halleluja. Oh, Glorias. Wenn der Heilige Geist beginnt, in unserem Leben zu wirken, wenn wir zulassen, dass in der Kraft des Heiligen Geistes, die Erneuerung im Geist, wenn wir zulassen, dass diese Kraft, die Jesus für uns vorbereitet hat, wenn wir in der Gnade, in der Liebe und wenn wir anzapfen an dieser mächtigen Kraft, oft vergessen wir es. Das ist die Gnade, das ist die Kraft, das ist die Liebe Gottes, ist, die uns trägt. Und er möchte heute Abend in deinem Leben, er möchte heute Abend in deinem Bewusstsein, er möchte heute Abend in deinem Herzen, in Jesu Namen. Amen. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Vers 6. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Die zusammengekommenen Apostel fragten ihn: Herr, wann wirst du das Reich für Israel wieder aufrichten? Er sagte zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Vater, wir danken dir, Herr, dass du der Gott bist, der Neues wird. Wir danken dir für deine Gnade. Wir bitten dir, Heiliger Geist Gottes, komm und führe du uns in deiner Kraft. Wie wunderbar, dass wir wissen, dass wir Zusagen deines Wortes haben. Herr, beginnend bei mir, vergib uns, Herr. Überall da, wo wir in eigener Kraft, in Eigensinnigkeit, überall da, wo unser Ich noch nicht gestorben ist, überall da, wo unsere Ziele und Visionen, Herr, vom Fleisch her, von unserem irdischen Gesinnung, von unserem Geisteshumanismus, Herr, wir möchten ganz angezapft werden an die Kraft deines Wortes. Wir möchten in deiner Liebe, wir möchten heute Abend, Herr, nicht nur erkennen, nicht nur spüren, nicht nur wissen, sondern diese Begegnung mit dir, dass dein Wort in unserem Leben, dass wir verändert werden in deiner Kraft, dass immer wieder mehr der Charakter Christi in unserem Leben. Wir danken dir für deine Gnade, Herr, und proklamieren deinen Segen in Jesu Namen. Amen und Amen. Darfst dich gerne setzen. Pentecostal Week. Wenn unser Leben anfängt, in Christus zu gehen, beginnt das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir werden in Christus erneuert durch den Heiligen Geist. Wir bekommen neue Kraft in seiner Liebe. Wir werden verändert und wir fangen an, mit ihm zu gehen. Dinge, die wir getan haben, die Bibel sagt, der Herr vergibt es uns, er schenkt uns neue Kraft, neue Gaben, wir kriegen ein neues Herz, wir haben den Charakter Christi und wir fangen an, von dem Irdischen in den Übernatürlichen, von den Menschlichen in den Göttlichen, von den gefühlsmäßig in dem Glaubensmäßig zu wirken. Und auf einmal fängt Gott uns an zu beschenken in seiner Kraft mit Erneuerung im Geist. Und wir merken auf einmal, es geschieht eine Veränderung. Wenn wir anfangen, in der Kraft des Geistes zu gehen. Die Apostel, sie waren jetzt 3 Jahre mit Jesus gegangen. Und die Bibel berichtet uns jetzt, in der letzten Begegnung, die sie haben, machen sie eine letzte Frage, stellen sie eine letzte Frage ihren Herrn. Welche Frage würdest du stellen, wenn du eine Möglichkeit hättest, die letzte Möglichkeit, dem Herrn was zu fragen? Die Jünger waren Israeliten. Sie wollten eine Veränderung in ihrem Land. Sie wollte eine Veränderung von der Regierung. Sie wollten eine Veränderung in allen Gebieten, auch in Judäa. Sie wollten endlich, dass Herodes mal wegradiert wird. Sie wollten Frieden haben. Sie wollten endlich, dass all die Ansprüche des Volkes endlich mal. Und die Bibel berichtet uns, dass Israel war besetzt von den Römern. Etwas musste sich ändern. Und die letzte Worte der Jünger an Jesus ist: Wann wird das geschehen? Wann wird diese Veränderung stattfinden? Eine Übersetzung sagt, wann wird das mächtige Reich Israel wieder Macht bekommen? Wir Menschen, wir vergessen oft, dass Gott in uns seiner Liebe, in seiner Gnade, dass er andere Pläne hat als wir. Jesus, er kam auf diese Welt und die Jünger wussten, Jesus hat Macht. Sie haben die Macht gesehen. Sie haben gesehen, was passiert, wenn jemand voll des Heiligen Geistes lebt. Sie haben gesehen, wie viel Wunder, wie viel Erneuerung, wie viel Kraft, wie viel Heilung. Sie waren begeistert von ihm. Jetzt wollten sie diese Kraft benutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie wollten politisch stark werden. Sie wollten die Gesellschaft verändern, zum Besseren. Diese Regierung,
ist nicht von Gott. Diese Regierung muss beseitigt werden. Wir müssen wieder bessere Maßstäbe, wir müssen wieder ökologische, wir müssen wieder christliche Maßstäbe setzen. Das darf nicht wahr sein, dass dieser Herodes, der so viele Kinder ermordet hat, dass er weiter regiert. Er muss weg. Herr Jesus, wann werden wir anfangen zu regieren? Wenn wir mit Christus gehen, aber unser Ich nicht gestorben ist. Und die Jünger, sie gingen mit Jesus und sie wussten, mit wem sie waren. Wenn wir Christen sind, wir wissen, Gott ist mit uns. Da waren etliche Männer, sie gefiel ihnen nicht, sagte einer von den Jüngern, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel, um sie zu verzehren? Wie sind wir doch so voller Gnade. Wie sind wir Christen doch. Interessant ist es, wenn Christen Macht ergreifen. Im Jahr 300 unter Konstantin erfährt das Römische Reich eine Wendung. Die Christen übernehmen die Regierung. Die Christen, die geschlachtet wurden, die Christen, die gekreuzigt wurden, die Christen, die verletzt wurden, die Christen, die so einen tiefen Glauben haben, auf einmal gibt man diesen Menschen Macht. Und dann auf einmal kommt das Evangelium von Himmel, auf einmal kippt es zu der Erde. Wenn wir in unserer Berufung die irdische Vision nur haben, wenn wir vergessen, das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Wenn wir in der Gnade Gottes gehen, aber nicht wissen, dass Gott Neues will. Wir haben die Kraft. Und Jesus, er kommt zu ihnen und er sagt, es geziemt euch nicht Zeit zu wissen, wann, aber ihr werdet Kraft empfangen. Wir Menschen, wir möchten unser Schicksal mitbestimmen und wir möchten eine Veränderung bringen, Dinge, die wir geträumt haben. Und ich stelle mir vor, da waren verschiedene von ihnen, die eine politische Karriere wollten und sie wollten Veränderungen. Und sie wussten nicht, dass Jesus sein Auftrag anders war. Sie wussten nicht, dass Jesus, er wurde geboren und es waren Kinder von Herodes ermordet. Er würde von Herodes ermordet werden. Jakobus würde von Herodes ermordet werden. Jesus hat keine einzige politische Veränderung auf dieser Welt beansprucht. Denn sein Reich war nicht von dieser Welt. Ah, Geschwister, wie sehr kämpfen wir, wenn wir nicht die Kraft im Heiligen Geist. Ich möchte heute als Thema die Kraft mit Frucht. Die Kraft mit Frucht. Die Jünger, sie hatten diese Begegnung. Und der Heilige Geist, wenn er kommt, um dem Herrn Jesus zu verherrlichen. Der Heilige Geist, wenn er kommt, um die Gemeinde Jesu zu erbauen. Er kommt, um in den Menschen zu wehen. Er kommt, um uns geistliche Gaben, um uns als Zeuge auszurüsten, um uns als Kinder zu machen. Der Heilige Geist, er hat wunderbare Dinge gemacht. Er hat einfache Menschen zu Menschenfischer gemacht. Er hat das Evangelium. Er hat große Bewunderung. Aber er hat uns in Gehorsam zu Gott geführt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Die Jünger, das Erste in dieser Kraft des Heiligen Geistes, sie wollten wissen, was wird geschehen. Eine der größten Manipulationen des Feindes ist, wenn wir Christen werden, wir wollen wissen, was wird geschehen. Und wie viel Missbrauch. Es sind 2000 Jahre vergangen und das Volk Israel stellt heute noch dieselbe Frage. Herr, wann? Und sie haben immer noch nicht die Antworten. Und es sind Tausende und Tausende, die Verheißungen, die Prophezeiungen gebracht haben, die nicht stimmten. Und Gott sagt noch, braucht ihr es nicht wissen. Es ist nicht notwendig, dass ihr es wisst. Herr, warum wusste keiner, dass Corona kam? Es geziemt euch nicht zu wissen. Seid einfach vorbereitet. Wir wollen wissen. Das Erste, wir wollen unseren menschlichen Machtanspruch. Zweiten Platz, wir wollen wissen. Wir als Menschen, erstens sind wir in dieser irdischen, humanistischen Sphäre. Wir möchten eine Veränderung in unserem Umfeld. Unser Umfeld ist im Sichtbaren, also verursachen wir Veränderungen im Sichtbaren. Versteht mir nicht falsch, dank dem Herrn, dass wunderbare Veränderungen politisch geschehen. Aber die Jünger, die wollten das Christentum politisieren. Sie wollten im Christentum ein politisches Ziel hineinbringen. Sie haben die irdische Welt mit der ewigen Welt zusammengebracht. Und das geht nicht. Wir sind Fremdlinge hier auf Erden. Unsere Heimat ist dort in der Höhe. Wir haben Verheißung Gottes in unserem Leben. Aber wenn wir glauben, dann ist Gehorsam. Wenn wir in Christus, dann ist nach dem Willen des Vaters. Wenn der Geist, dann ist um Christus zu verherrlichen. Das bedeutet, dass die Verheißungen Gottes in unserem Leben sind abhängig von dem Willen des Vaters, nicht von unserem Willen.
Der Heilige Geist, er wirkt in unserem Leben. In der Neues Leben Übersetzung sagt es, dieses Wort sagt, dieses Reich, mächtige Reich. Israel ist ein mächtiges Reich gewesen und wird es sein. Und wir sehen heute wieder, und heute bestimmt macht das Volk, stellt heute genau die gleichen Fragen, was wird geschehen? Was wird geschehen? Wenn Gott anfängt, unser Leben zu wirken, und ich befürchte, dass wir als Kinder Gottes, dass wir vergessen haben. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Diese irdische, diese menschliche, diese Befangenheit, wo wir in der Gnade Gottes gehen, wo wir oft nicht wissen, das, was Gott in unserem Leben tun will, weil wir nicht zulassen, dass er mit uns redet. Wir wollen unsere eigenen Maßstäbe haben. Die Jünger hatten ihre eigenen Träume. Wir haben Visionen. Wir möchten Veränderung schaffen. Wir möchten, wenn wir sterben, dass wir etwas hinterlassen, dass etwas ist, was wir gemacht haben. Und Jesus, er zeigt seinen Sünder ganz klar. Es ist nicht die Zeit und es ist nicht wichtig, dass ihr es wisst. Wir brauchen unsere Zukunft nicht wissen. Wie viel Missbrauch von Vorhersagerei. Wir möchten wissen, was geschieht. Wir möchten wissen, erstens dieses irdische politisch, zweitens, wir möchten wissen. Jesus, seine letzte Aussage, vor dem er zum Himmel emporsteigt. Und die Bibel sagt, und er sagt es ihnen, und er wird zum Himmel empor. Und wo er zum Himmel emporsteigt, sagt die Bibel, schauen die Jünger nach oben. Und da kommen zwei Männer in Weiß und sagen, was schaut ihr zum Himmel? Es gibt diese drei Typen von Menschen. Die ersten, die nur auf Irdischen schauen. Die zweiten, die wollen wissen, warum. Und die dritten, die nur nach oben schauen. Es ist alles geistlich, nur oben, nur geistlich. Sie versuchen nur von oben und sehen nicht die Bedürfnisse. Sie sehen nicht ihren Auftrag hier auf Erden. Sie beschäftigen sich sehr viel mit dem Geistlichen. Und sie schauen nach oben und wollen die Zeichen erkennen. Sie wollen wissen, was die Offenbarung sagt. Sie wollen wissen, wie dies ist. Schauen immer nach oben, aber sehen nicht die Nächsten. Und die Engel sagen, was schaut ihr zum Himmel? Dieser Jesus, er wird wiederkommen. Aber inzwischen, es gibt einen Auftrag, Geschwister. Es gibt einen Auftrag. Und wir können diesen Auftrag nur erfüllen, wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist uns befähigt. Wenn wir zulassen, dass wir in der Gnade Gottes gehen. Wenn wir in der Gnade Gottes, in der Kraft Gottes, er ist der Gott, der uns führt, der Heilige Geist. Er wirkt in uns, er überzeugt uns von der Sünde, Johannes 16, 8. Er wirkt die neue Geburt, Johannes 3, Vers 5. Er zeugt, dass wir Kinder Gottes sind, Römer 8, 16. Er reinigt unser Herzen, Apostelgeschichte 15. Er gießt seine Liebe in uns aus, Römer 5. Er gibt uns Kraft in dem Gebet, Römer 8, 26. Er umzingelt uns und gibt uns als Zeugniskraft, Apostelgeschichte 1, 8. Und er transformiert, er verändert, er schenkt uns ein neues Leben. Der Heilige Geist in unserem Leben, er wurde gesandt von Jesus, ist der Geist Jesus und kommt in der Anforderung Gottes. Der Heilige Geist ist nicht da, damit wir unsere Kraft geistlich beweisen können. Er ist nicht da, um unsere Wünsche zu erfüllen. Er ist nicht da, damit wir ein Leben im Komfort führen. Der Heilige Geist ist da, damit das Werk Christi hier auf Erden realisiert wird. Und welches ist dieses Werk Christi hier auf Erden? Und er sagt zu seinen Jüngern, die letzten Sätze, geht hin. Sie wollten aber wissen, sie wollten politisch agieren. Er sagt, geht hin. Er sagt, ihr werdet die Kraft empfangen. Der Heilige Geist, wo er fängt an zu wirken, beginnt diese Erneuerung in ihrem Leben. Die Kraft. Und der Apostel Paulus, er kommt in Galater 5 und er sagt, die Kraft aber mit Frucht. Und er spricht von der Frucht des Heiligen Geistes. Diese wunderbare Frucht mit so vielen Scheiben. Diese wunderbare Frucht, die nur eine Frucht ist. Es gibt nicht Früchte, es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und er kommt mit dieser Eigenschaft, damit wir in der Kraft gehen können. Er spricht von Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wenn wir in der Kraft Gottes gehen, was wichtig ist, ist, dass wir agieren nicht nur in der Kraft des Geistes, sondern die Frucht des Geistes. Kraft mit Frucht. Ah, Geschwister, wir haben ein Jahr hinter uns. Ich bin schon sehr viele Jahre im Dienst.
habe schon sehr viele Herausforderungen gehabt, aber wie das vergangene Jahr habe ich noch nie erlebt. Wie viele von uns Christen, die eine Überzeugung haben über die aktuelle Situation, wie unfreundlich, wie fanatisch, wie selbstbestimmend, wie egoistisch, wie lieblos, wie ohne Freude, ohne Frieden, ohne Freundlichkeit, ohne Güte, ohne Nachsicht, ohne Selbstbeherrschung, ohne Geduld. Schmettern wir unsere Theorie im Gesicht der Nächsten. Und selbst wenn wir Recht hätten, aber die Frucht des Geistes ist nicht da. Wir merken oft gar nicht, wie sehr verschiedene Dinge in unserem Leben geschehen. Und der Heilige Geist, er möchte in unserem Leben wirken. Der Heilige Geist möchte, dass wir in der Kraft Gottes gehen. Gott möchte uns führen in seiner Gnade. Und er hat diese Verheißung in deinem und meinem Leben. Er möchte dir sagen, ich habe einen Plan, aber mein Plan geht nach dem Maßstab Gottes, nach der Gnade Gottes, nach der Liebe Gottes. Ein Mann Gottes, sein Vater war ein Pastor, er ist in den USA aufgewachsen. Er war von den Republikanern, er wuchs heran, er war sehr berühmt, er war sehr bekannt. Und eines Tages sollte er gewählt werden als Senator. Und in der Nacht, er war so begeistert. Und wo er betete nachts, kam der Heilige Geist zu ihm. Und er sagte, ich betete. Und auf einmal zeigte der Herr mir, sein Plan war nicht im Weißen Haus, sondern sein Plan war mit dem Mann in Weiß. Und er sagt, es fiel mir so schwer, ich hatte so eine gute Chance, dass ich als Abgeordneter wirklich würde keine Probleme mehr haben. Aber wo ich nachts meine Knie beugte, da kommt der Heilige Geist und er zeigte mir das Wirken Gottes in Pfingsten und er zeigte mir, was die Jünger alles gelitten haben. Und er zeigte mir, dass Jesus kam auf diese Welt und er kam und er war unter einer Regierung, die gottlos war. Und er hat nichts gemacht, damit es ihm besser ging, sondern er hat 100% den Willen des Vaters ausgeführt. Das brachte ihn Demütigung, das brachte ihn den Tod, das brachte ihn in seinem eigenen Fleisch Narben. Weil er wusste, der Vater hat einen Auftrag, damit die Menschen errettet werden. Wenn er an sein Leben gedacht hätte, wären wir gestorben. Wenn er nicht gestorben wäre, wären wir nicht am Leben. Der Heilige Geist, er wirkt in unserem Leben. Er möchte, dass wir in der Gnade Gottes gehen. Und er möchte, dass wir in der Kraft Gottes wissen, Gott ist mit uns. Er führt uns in Kraft, er schenkt uns seine Liebe. Aber wir müssen erkennen in seiner Gnade, die Kraft des Geistes mit der Frucht des Geistes bewirkt, dass Gott in seiner Gnade sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann auf einmal, wo in Jakobus, auch von Herodes ermordet, dann erhebt sich die Gemeinde, sie beugt ihre Knie und sie fängt an zu beten und sagt, Vater, was ist dein Willen in Christus Jesus, dass wir als Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes, wir haben einen Bruder, der ist im Gefängnis und wir müssen dein Wirken. Und auf einmal merken sie den Auftrag, auf einmal merken sie, damit wir in der Kraft des Geistes mit der Frucht gehen können, brauchen wir das Wort, wir brauchen Gebet und wir brauchen Gemeinschaft. Und das ist etwas, was Corona uns was anderes lehren will. Wir brauchen nicht Gemeinschaft. Wir haben angefangen, sterile, gemütliche Meetings zu machen. Es gibt nichts besser als ein Zoom-Meeting. Oh, ich liebe es. Da fängt er was zu reden, was er ich nicht will und dann drücke ich den Stummknopf. Also ist das nicht wunderbar? Das Meeting wird ungemütlich. Ich friese als Friesin mich ein. Sieht er weiterhin mein Bild, aber ich gehe weg. Ich will das nicht anhören. Ich schalte nur ein, was ich hören will. Ich bin im Meeting nur dabei, wenn es mir gefällt. Und ich fange an zu wirken in meinem Bereich. Und auf einmal habe ich vergessen, dass die Gemeinde Jesu Christi, da geht es nicht um das, was ich will, sondern der Gemeinde Jesu Christi geht es. Er sagt, und ihr werdet die Kraft empfangen, die auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Kraft, die Gott uns gibt, ist, damit wir ausgestattet werden, in der Gnade Gottes zu gehen, damit wir wissen, dass wir nicht alleine sind, damit wir, wenn wir in der Kraft gehen, die Macht des Evangeliums, die Gott uns offenbart hat, die Gelegenheit, diese Botschaft, die von den Aposteln gebracht wird, eine tiefe Überzeugung von der Sünde, eine Botschaft, die ihnen ins Herz kam, eine Frage, was sollen wir tun? Eine ganz klare Antwort, tut Buße und glaubt an das Evangelium.
Wir haben von Gott diese Berufung. Oft vergessen wir es. Wir vergessen es, dass wir berufen sind, in Gnade zu gehen. Der Heilige Geist, er fängt an, in unserem Leben zu wirken, nach dem Willen des Vaters. Und er fängt uns an zu zeigen, dass Gott ist interessiert in jedem Mensch. Aber dass das politische Umfeld ist nicht die Priorität Gottes, sondern die Priorität Gottes ist, dass der Wille des Vaters hier auf Erden in dem Heiligen Geist realisiert wird. Und das bedeutet, dass wir oft gehen müssen, wo wir nicht hinwollen. Jesus sagt zu Petrus, wo du jung warst, da gingst du hin, wo du wolltest. Aber wenn du erstmal erfahren bist, wenn du erstmal den Weg mit mir gegangen bist, dann wird man dich binden und wird man dich hinführen, wo du nicht hin willst. Aber der Vater hat einen Auftrag. Wenn wir dem Willen des Vaters nicht ein sind, dann möchten wir oft eigene Erfahrungen haben. Wir möchten oft einen Fisch haben, ein Schiff haben, wo so viele Fische sind. Petrus macht diesen großen Fang und das war was Wunderbares. Und dann auf einmal erinnert er sich, vor 3 Jahren ist das Gleiche passiert. Ich war ohne Möglichkeiten, ich kam zu Jesus und auf einmal sagt er, werf das Netz zur anderen Seite und ich habe so viele Fische gefangen. 3 Jahre sind vergangen und es hat sich so viel getan, aber am Ende bin ich nichts gewachsen. Genau dasselbe Problem, genau dieselbe Erbe, genau dieselbe Schwierigkeit. Und dann ist ein Mann am Strand und er kommt mit derselben Anforderung am selben Lokal. Und er wirft die Netze und auf einmal passiert es. In Kapitel 5 kam er zu Jesus, hat sich zu Boden geworfen und sagt, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir vom Heiligen Geist eine übernatürliche Ernte bekommen, erkennen wir, dass der Einzige, der würdig ist, ist der Herr. Und dann auf einmal, wo unsere Seele erkennt, dass wir sündig sind, dass wir nichts können, da kann der Heilige Geist in unserem Leben wirken. Wir strecken uns oft so sehr aus nach den Gaben. Wir möchten mitreden. Wir möchten einen Einfluss haben. Wir möchten in der Gesellschaft unser Evangelium verkündigen. Wir merken oft gar nicht, dass es wichtiger für den Vater, dass wir in seinem Gehorsam oft in einem einsamen Platz mit wenig Menschen in der Gnade Gottes wirken, als groß herausposaunen. Der Jesus hätte die Möglichkeit, er hätte Engel. Er hatte so viele Engel, wo er geboren wurde, kamen sie zu den Hirten. Aber er hat es nie gebraucht, um seine Macht zu etablieren, sondern er sagte, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich befürchte, wir haben in der heutigen Zeit sehr viel Macht in der Lautstärke des Evangeliums, sehr viel Kraft in der Verbreitung unserer Ideen, sehr viel Medienmöglichkeiten, unsere Meinung zu äußern. Und wir sind in der irdischen Welt oft sehr aktiv und wir möchten Menschen überzeugen. Wir möchten ihnen zeigen die Wahrheit, aber wir kommen nicht zum Thron der Gnade. Wir gehen ohne Kraft, wir gehen ohne Frucht, wir gehen ohne Liebe, wir gehen ohne Güte, wir gehen ohne Gnade, weil wir nicht zum Thron der Gnade gekommen sind. Wir sind Waisen ohne Väter. Wir sind Schafe ohne Hirte. Wir sind Männer ohne dem Herrn Jesus. Und er kommt zu seinen Jüngern, die letzte Begegnung. Und ich stelle mir vor, dass er erwartet hat, nach 3 Jahren intensive Schulung, nach einem wunderbaren Discipleship, nach Jüngerschaftsschule, so lang. Und er hat ihnen richtig gelehrt. Er hatte gute Lehre, er hatte ein gutes Wort, er hatte gutes Zeugnis, er hatte die Macht von oben, er hat alles richtig gemacht. Und die letzte Frage von seinen Jüngern ist, was wird passieren? Werden unsere Wünsche, werden wir etabliert? Wird unser Volk das stärkste sein? Werden wir den Krieg gewinnen? Werden wir die Übernahme agieren? Werde ich eingesetzt werden? Werde ich diesen Vertrag bekommen? Bekomme ich diesen Ehepartner? Werde ich Kinder haben? Werde ich es schaffen? Und der Jesus trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns zu befähigen, am ersten am Reich Gottes zu trachten. Ohne den Heiligen Geist schaffen wir es nicht. Ohne den Heiligen Geist sind wir Dauerredner. Wir sind empört, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden. Wir sind traurig, wenn wir nicht dienen dürfen. Wir sind empört, wenn unsere Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Der Heilige Geist, er schenkt uns Kraft. Was wirkte der Heilige Geist im Pfingsten? Er überzeugte die Menschen von der Sünde. Er hat viele Bekehrungen verursacht. Er hat Zeugnis und Glauben und die Taufe bewirkt. Er hat das Wirken des Wortes Gottes in den Weg. Er hat Menschen dazu ausgesondert. Er hat ein großes Zeichen gesetzt. Er hat eine beständige Freude in den Kindern Gottes bewirkt, selbst unter Verfolgung. Die Gemeinde Jesu Christi,
Sie wächst, wenn Verfolgung ist, und sie schrumpft, wenn Wohlstand ist. Die Gemeinde Jesu Christi, sie hat einen Maßstab der Heiligkeit, wenn sie unterdrückt wird, und fängt an, in Weltlichkeit zu gehen, wenn sie in Freiheit ist. Die Gemeinde Jesu Christi, sie kennt das Wort, wenn sie zulässt, dass der Heilige Geist wirkt. Und wenn wir zu ihm kommen. Und mein Gebet, das wir haben in dieser Woche, wo wir diese Pfingstwoche haben, unser Ziel ist es, dass wir wieder mit dem GPS des Heiligen Geistes zurück zu der Route kommen, wo Gott uns hat. Der Plan, den Gott für dein Leben hat, die Berufung, die Gott für dein Leben hat, ist gewöhnlich anders als die Berufung, die wir denken, dass wir haben. Wir sind oft in unseren eigenen Sinnen mit unseren Gaben so überzeugt, dass wir möchten mit unseren Gaben wirken. Aber oft möchte Gott für dich genau das, wo du denkst, für mich ist das unmöglich, weil Gott liebt das Wort unmöglich. Wo du sagst, ich werde das nicht schaffen, sagt Gott, genau, dann wird es sichtbar sein, dass es nicht du warst, sondern dass ich in dir war. Aber ich habe nicht diese Gaben, genau deswegen habe ich dich erwählt, weil ich habe diese Gaben und ich kann dich befähigen in diesem Wort. Aber ich kann nicht öffentlich sprechen, genau, aber ich kann dir diese Befähigkeit geben, Mose. Du sagst, du stotterst, aber wer hat den Menschen gemacht? Ich habe dich berufen, ich habe dich eingesetzt, ich habe dich befähigt, gehe in meinem Namen. Du denkst vielleicht, du bist nicht ausgerüstet, du hast keine Waffenrüstung. David hatte keine Waffenrüstung, aber er war ein Mann Gottes. Er hatte keine Kampferfahrung, aber er hat Erfahrung mit Gott. Er kannte Goliath nicht, aber er kannte Gott. Er hat sich nicht gekümmert, um Goliath kennenzulernen, wie Goliath aussieht, was für Waffen er braucht, was für Schwert er braucht, was für einen Stil Goliath hat, von was für Volk er kommt. Er sagt, nein, sagt, ich komme gegen dir im Namen des Herrn. Der Herr kennt das, der Herr befähigt mich. Ich kümmere mich nicht und ich investiere meine Zeit nicht, um zu wissen, was über den Feind. Ich investiere meine Zeit, um zu wissen, was über Gott, über seine Gnade, über seine Liebe, über seine Fülle. Ich verbrauche nicht Zeit, um Dinge zu wissen über das, was in unserem Leben Schwierigkeiten. Natürlich müssen wir informiert werden, auch über was alles uns als Pandemie kommt. Aber unser Fokus ist in dem Herrn. Wenn wir uns so viel mit Gottes Wille beschäftigt hätten, wie mit Corona-Maßnahmen, dann wäre die Welt evangelisiert. Aber wir erkennen das nicht. Wir möchten unsere eigene Meinung bilden. Und bis wir Frieden haben über eine Impfung, verbrauchen wir so viel Zeit. Wir hatten die Bibel x-mal durchgelesen. Aber die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist, der in uns wirkt, wir dürfen in seiner Kraft gehen. Die Jünger sagten, etwas muss sich ändern. Wann wird das geschehen? 3 Jahre sind wir mit dir gegangen. Wir haben uns gefügt. Sie wollten Jesus gebrauchen, um ihren Umständen zu verändern. Ihr Ziel war, Jesus zu manipulieren, damit sie das Ziel erreichten, das sie in ihrem Herzen hatten. Sie wollten Jesus sein Reich in einer irdischen Dimension hineinbringen. Wo Jesus geboren wurde, war das Reich Israel unter großer Unterdrückung. Wo Jesus starb, war das Reich Israel immer noch unter großer Unterdrückung. Und Jesus hat nicht bewirkt, um Einfluss in der Politik zu nehmen. Damit wir heute gut in der Gnade Gottes gehen können, brauchen wir eine Erkenntnis, dass unser Ich endlich mal sterben muss. Oft sind wir als Gemeinde Jesu Christi eine Versammlung von Zombies. Wir sollten eigentlich tot sein, aber irgendwie stehen wir immer wieder auf. Kennst du diesen Film? Der eine, der will nicht sterben. Unser Ich will nicht sterben. Das Sterben ist gegen unsere Natur. Sterben kannst du, stirbst nur, wenn Gott eingreift. Menschen, wenn Gott sagt, die Zeit ist gekommen. Menschen haben, wir haben so viele Geschichten, wo Menschen wollten jemand umbringen. Ich betreue einen lieben Bruder, er hat Jesus aufgenommen, sehr intensiv. Und er sagte, Gott bestimmt nicht, ich bestimme. Und das reicht mir. Ich kam München Hauptbahnhof und ist Richtung der U-Bahn gelaufen, sagt, ich bestimme jetzt und ich will jetzt sterben. Und er ist gestolpert. Er ist gestolpert. Er sagt, ich habe mich so geschämt, bin nach Hause gegangen. Er sagt, wie kann man? Ich sage, du wolltest doch, du sagtest doch, du hast das Sagen. Genau, ich sage, Gott, jetzt habe ich das Sagen. Ich nehme das Leben, bin ich gestolpert. Wisst ihr, Geschwister, das letzte Wort kommt von Gott. Vielleicht hat jemand über dein Leben gesprochen, dass du nicht wirst, dass du nicht kannst. Vielleicht hast du immer noch die Erinnerung, wo dein Vater zu dir sagte, du wirst es nicht schaffen. Vielleicht ist noch in deinem Herzen diese Bitterkeit, die jemand dir verursacht, wo er gesagt hat, du bist nicht fähig. Und das brennt in unserem Herzen, diese Bitterkeit. Und die Bibel sagt, der Psalmist sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Mein Gebet ist, dass wir heute möchten zulassen, dass Gott uns führt. In der Kraft, aber mit der Frucht. In der Kraft des Geistes, aber mit der Frucht des Geistes. In der Liebe Gottes, aber mit diesem Saft der Liebe. Mit dieser Kraft der Erneuerung, dass Menschen zu uns schauen und wissen, da ist etwas in ihm, das verändert. Es ist nicht nur die Kraft, es ist die Liebe, es ist nicht nur die Power, es ist die Güte, es ist nicht nur die Veränderung, es ist diese wunderbare Sanftmut, die in ihm ist, wo wir in der Kraft des Geistes gehen, wo wir zulassen, dass Menschen uns ermahnen, wo wir uns nicht empören, wenn die Schlange zu lang ist, wenn jemand nicht fährt, wenn die Ampel grün wird, wenn jemand vor uns steht und auf einmal die Schlange sich nicht bewegt, wenn wir eine Schlange im Supermarkt haben, da sind 10 Leute. Und auf einmal müssen wir gleich uns melden. Bitte nächste Kasse. Wir brauchen 20 Minuten, um ein Ökoprodukt anzuschauen und zu wissen, ob es wirklich grün, öko, ob es wirklich bio ist. Und wenn wir zur Kasse kommen, können wir nicht eine Minute warten. Wir sind eine Generation, dass der Heilige Geist, er darf nur wirken, wenn wir in unsere Ekstase sind. Wenn wir anfangen zu zittern und zu fackeln und das schwingt und es ist laus und es kommen Geräusche. Und da kommt dieses Mystische. Oh, Geschwister, wenn dieses Mystische kommt, dann ist manchmal das halbe Wort von Mystische mehr da als Glauben. Geschwister, wir haben die Verheißung, wenn wir in der Gnade Gottes gehen. Und mein Gebet für dein Leben ist, und ich möchte heute beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes mit der Frucht des Geistes, dass die Power von Jesus mit der Liebe von Jesus, dass die Manifestation des Geistes mit der Manifestation unserer Zärtlichkeit. Wir haben die Liebe Gottes, wo ist die Zärtlichkeit? Wir haben die Power des Heiligen Geistes, wo ist die Verkündigung? Wir haben Gott als Vater, wo ist unsere Gnade mit unseren Kunden? Gott möchte uns führen in Kraft. Und die Bibel sagt, und Jesus, und sie wollten ihn zu König machen, und Jesus zog sich zurück, ging und betete. Der Lukas-Evangelium sagt, er hat die ganze Nacht gebetet, und wo er vom Berg herabkam, die, die er begegnete, die hat er als Jünger gemacht. Jesus hat in der Kraft des Geistes gewusst, dass es sind nicht die Begabten, die er beruft, sondern die Berufenen, die er begabt. Wir dürfen in der Gnade Gottes gehen, unabhängig, wie blass, wie blond, wie braun, wie blau, wie dunkel, wie hell, wie eingebildet oder ausgebildet oder ungebildet oder wo wir nicht zulassen, dass der Heilige Geist uns führt. Und mein Gebet ist, dass Gott möchte in der Kraft des Heiligen Geistes dich führen in Erneuerung, dass wir zulassen, dass Gott uns verändert, dass wir belehrbar sind, dass wir nicht zulassen, dass die Maßstäbe der Welt, dass diese Empörung, wir empören uns so leicht und wir sagen, sowas habe ich noch nie erlebt, hast schon 1000 Mal erlebt. Das ist unmöglich, das ist gar nicht unmöglich, erhältst du jeden Tag. Aber wir bringen immer so ein Kausus Finalis in allen uns. Wir möchten die Menschen beibringen, wie schrecklich es für uns ist, diese 5 Minuten zu warten an der Kasse. Ah, Geschwister, dass Gott uns möchte befähigen in der Gnade, in der Liebe. Dass er möchte uns befähigen in der Kraft. Dass er möchte uns befähigen, dass wir in dieser Gnade Gottes gehen. Ich habe mein Auto, habe hier ein paar Schokolade. Und eines Tages war da jemand, der hat so sehr gehupt. Und ich kam und ich klopfte am Fenster. Ich sage, hier, ich glaube, Sie haben dringend eine Schokolade nötig. Und wo er aufmachte, ich kannte ihn. Er schaute mich an. Und es gibt Momente, wo die Maske sehr praktisch ist. Er hat gleich die Maske aufgesetzt. Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir vergessen, wer wir sind. Wir vergessen, dass wir berufen sind, die Menschen mit der Gnade Gottes anzustecken. Wenn wir einen Raum verlassen, sollten die Menschen besser, stärker, selbstbewusster, mit Liebe gefüllt werden. Stehen wir bitte auf. Ich möchte heute beten, dass wir in der Kraft des Geistes, in der Erneuerung, in der Liebe, dass wir zulassen, dass Gott unseren Weg bestimmt. Dass wir nicht möchten, dass das, was wir träumen, dass das, wo wir Visionen haben, dass wir sagen, Gott, ich werde es ausführen, selbst wenn es anders ist, als ich es mir vorgestellt habe. Wie viel glauben wir, wenn der Weg Gottes anders ist als unser Weg? Gott möchte uns führen in seiner Kraft. Die Jünger fragen, Herr, wann wird das geschehen? Wir wissen es ja jetzt verlassen. Wir wollen es wissen. Das Volk will es wissen. Wir haben das Recht, es zu wissen. Und er sagt, noch nicht. Noch nicht. Wir merken oft nicht, wie sehr wir in der Welt mitmischen und vergessen, dass wir nicht gesucht haben an dem Thron der Gnade. Und während wir beten, ich bitte, dass uns der Lobpreis ein Instrumental macht. Und ich möchte dich ermutigen, zum Herrn zu bringen Dinge, die du vom Herrn verlangt hast. Ich habe sehr viele Jahre etwas vom Herrn verlangt, das nicht sein Wille war. Und ich habe viele Menschen dadurch geschädigt, weil ich war mir sicher,
Das ist das Schlimme. Oft haben wir prophetische Worte, wir sind uns sicher, weil wir es wollen, weil unser Fleisch noch regiert. Aber wie wunderbar ist, wenn diese sanfte Stimme des Heiligen Geistes hineinkommt. Und das Gute ist, er ermahnt uns nicht nur, er vergibt uns und er zeigt uns seine Liebe. Die Ermahnung des Vaters kommt immer mit einer Umarmung. Der möchte einfach sagen, es ist gut, mein Kind. Aber mein Plan ist anders. Mein Plan ist anders. Und du musst nicht wissen, alles in Details. Sei nur bereit. Sei bereit in der Gnade. Sei bereit in der Liebe. Sei bereit in der Verkündigung. Sei bereit, Menschen von der Gnade Gottes zu erzählen. Sei bereit, wo jemand in Not ist, die Hand auszustrecken. Sei bereit, wo jemand verletzt ist, ihn aufzuheben. Sei bereit, wo jemand nicht weiß, wie es weitergeht, ihm einfach zu zeigen, ich bin da. Wir verpassen oft so viele Gelegenheiten, weil wir vergessen haben, dass wir in der Kraft des Geistes sind. Und er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Er möchte uns befähigen, um Zeuge Jesu Christi zu sein. Und gewöhnlich ist das das Letzte, was wir tun wollen. Ich merke immer wieder in diesem Jahr, wo wir hier diese Zeitungsaktionverteilung haben, wie wunderbare Gelegenheiten wir haben, wenn wir uns bereit erklären. Aber es sind so viele Dinge, wo wir denken, das ist nicht meine Gabe. Und ich habe eins gelernt, wenn du sagst, das ist nicht meine Gabe, dann bist du die richtige Person für den Dienst. Frage dem Herrn. Und ich möchte heute für dich beten, dass die Kraft des Geistes, in der Frucht des Geistes dich ausrüstet. Dass du sagst, Herr, hier bin ich, selbst für das, was ich nicht will. Aber wenn du es willst, ich gehe. Selbst wenn ich meine, ich kann das nicht. Selbst wenn ich die Zeit nicht habe. Selbst wenn ich im Moment die Laune nicht habe. Selbst wenn ich von so einem Dings verletzt wurde. Aber wenn es dein Wille ist, wenn du sagst, geh, dann will ich gehen. Herr, ich will treu erfunden werden. Aber ich kann es nicht. Ich brauche deine Hilfe, Herr. Herr, hilf mir, Menschen zu helfen. Hilf mir, treu zu sein. Hilf mir, in der Gnade zu gehen. Hilf mir, dass mein Ich nicht mehr das Sagen hat. Hilf mir, von meinem Thron, von diesem Thron der Beherrschung, wo ich immer das Sagen haben muss, hilf mir, von meinem Ich abzusteigen. Und wenn du willst, kannst du einfach mit mir beten. Sag einfach, lieber Vater im Himmel, durch Jesus Christus komme ich zu dir und ich bitte um Vergebung aller meiner Sünden. Und ich lade dich ein, Herr Jesus, komm in mein Leben. Mach alles neu. Ich bekenne dich als meinen Herrn und Heiland. Fülle mich mit deinem Geist und schenk mir ein gehorsames Herz. Herr, ich möchte heute einen Bund mit dir machen. Ich möchte hingehen, wo du mich haben willst. Ich möchte tun, was du willst. Und ich sage ab von meinem eigenen Willen und sage, Herr, dein Wille geschehe. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich möchte jetzt beten für dich. Und während dem Gebet wirst du vielleicht Eindrücke haben von etwas, was du früher, von etwas, was ein Leiter dir gesagt hat, von etwas, wo du, während du deine Bibel gelesen hast und in den nächsten Tagen, wenn du deine stille Stunde hast, achte auf das, was der Heilige Geist dir sagt. Und ich möchte jetzt beten mit dir. Nimm dir vielleicht einen Platz, wo du ein bisschen, dich kannst ein bisschen ausbreiten, all jenen, die zuschauen, dass du in einem Ort, wenn möglich, alleine. Vater, in Jesu Namen, Herr, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, dass du der Gott bist, Herr, der auf diese Welt gekommen ist, Herr. Du hast gesagt, Vater, wenn das möglich ist, ich will diesen Weg nicht gehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Oh Herr, verzeih, Herr, wo wir so oft unseren Weg gegangen sind, Herr. Ja, und mit deiner Gnade hast du uns sogar noch gesegnet, Herr, aber es war nicht dein erster Wille, Herr. Herr, oh wie oft, Herr, oh wie oft musst du, Herr, uns, so wie Saul, Herr, obwohl du uns auserwählt hast, Herr, aber da muss ein zweiter ran, Herr, weil wir zu sehr mit uns beschäftigt waren, Herr. Und Herr, wir möchten sagen, Herr, hier sind wir, Herr, und ich möchte bitten, dass du heute möchtest, Herr Jesus, mit deinem Heiligen Geist deine Kinder ausrüsten, in Kraft und in Wahrheit hineinzugehen, in deiner Liebe, in deiner Gnade dein Wort zu verkündigen, zuzulassen, Herr, dass die Dinge, Herr, die oft uns unangenehm sind, Herr, die uns stören, Herr, die uns aus unserem Alltag die Ruhe hinausreißen, Herr,
die uns in der geistlichen Welt oft, Herr, müde machen, Herr. Wo wir kämpfen, Herr, wo wir beten müssen, wo wir für uns Menschen einsetzen. Herr, wo wir uns Zeit nehmen für Menschen, zuhören, Herr. Wo wir uns auf dem Weg machen, Herr. Wo wir nicht mehr so viel Zeit für uns haben, nicht mehr so viel, Herr, Urlaub, nicht mehr so viel Schlaf, Herr, nicht mehr so viel Gemütlichkeit, nicht mehr so viel Couch, Herr. Oh, Herr, führ uns in deiner Gnade, Herr. Herr, wir möchten, Herr, dass du das Wort, das in deiner Gnade, Herr. Wir möchten nicht gemütlich einfach den Tag ausklingen lassen. Wir möchten, Herr, dass du, Herr, uns führst in deiner Gnade, Herr. Ich bitte, dass du heute möchtest, Herr, deine Kinder in der Kraft der Gnade ausrüsten. Vater, in Jesu Namen, dass sie wissen, dass in deiner Liebe sie geborgen sind, Herr. Dass es nicht ein Muss ist, sondern dass es unter deine Gnade, Herr, eine Berufung, die du uns schenkst, Herr. Dass es eine Liebe ist, die du uns so sehr geliebt hast, dass du, Herr, den Himmel verlassen hast, Herr. Dass du wurdest angespuckt, Herr, du wurdest gegeißelt, Herr, du wurdest gefoltert, Herr. Du gingst ans Kreuz und trotzdem ließt du nicht zu lieben, Herr, bis zum Ende, Herr, und hast Vergebung ausgesprochen. Und hast noch ihre Aktion gerechtfertigt, sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Oh Herr, was ist das für eine Liebe, was ist das für eine Güte, was ist das für eine Gnade, Herr, wo hattest du die Kraft her, Herr? Vergib aber, wo wir so schnell immer einen Richterspruch, Herr, über unseren Nächsten, Herr, wo wir so schnell, Herr, unseren Ort, Herr, unseren Wachturm verlassen, Herr, wo wir so schnell eine Person aufgeben, Herr, Herr, wo so oft, Herr, wir den Weg nicht gehen, Herr, wo wir oft eigene Ziele haben, wo wir, Herr, möchten unsere Ruhe, unseren Urlaub, unseren Willen erfüllt, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, mit Erneuerung, Herr, im Leben deiner Kinder. Komm, Heiliger Geist, mit Kraft im Leben, Herr, deiner Diener, Herr. Herr, dass wir bereit sein möchten zu gehen, Herr. Dass wir bereit sein möchten, Herr, den Nächsten die Füße zu waschen. Dass wir bereit möchten sein, uns zu demütigen, Herr. Dass wir bereit möchten sein, einen Dienst zu tun, Herr, der auch unter dir Würde ist, Herr. Dass wir bereit sind, auch mehrmals zu dienen, Herr. Dass wir bereit sind, auch unserem Nachbar über die Schwelle, Herr. Dass wir möchten auch, Herr, die Personen, Herr, unsere, die mit uns, Herr, in unserem Dorf, in unserem Haus wohnen, Herr. Dass wir uns nicht zu schade sind, Menschen über der Liebe Gottes anzusprechen. Herr, befähige deine Kinder in der Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Dass sie möchten den Mut haben, dem Nächsten um Vergebung zu bitten. Dass sie den Mut möchten haben, Menschen wirklich, die in Not sind, Herr, sie zur Seite zu stehen. Aber auch den Mut, Herr, da, wo Ungerechtigkeit ist, Herr. Es mit Liebe zu ermahnen, Herr. Herr, dass wir uns nicht ausklicken, dass wir uns nicht immer zurückziehen, Herr. Dass wir uns nicht immer so unsichtbar machen und sagen, es geht mir nichts an, Herr. Herr, nein, Herr, es geht uns an. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind im Auftrag des Herrn. Wir sind Botschafter an Christi Staat. Es geht uns an, wenn Menschen ungerecht behandelt sind. Es geht uns an, wenn dein Reich verleumdet wird. Es geht uns an, wenn dein Name, Herr, in den Dreck gezogen wird, Herr. Herr, wir sind Botschafter an Christi Staat. Herr, wir gehören zu deiner Armee, Herr. Vergib, wenn wir so feiglingmäßig uns zurückgezogen haben, wo wir nur immer wollten, Herr, dass wir unseren eigenen Willen, Herr. Vater, vergib, wenn wir vergessen haben, dass du uns führst in Kraft. Vater, ich bitte, dass du ausgießen möchtest, neu, Herr, dein Geist in Kraft und in Freude und dass Vergebung in unserem Herzen geschieht, dass wir nicht immer mit diesen Anklagen gehen in der Vergangenheit, wo wir immer noch damit rumjammern, was uns alles Ungerechtigkeit getan hat, wo wir vergessen haben, wie viel Segen, wie viel Erneuerung, wie viel Liebe, wie viel Gunst, wie viel Konsum, wie viel Gesundheit, wie viel Obdach, wie viel Kleidung, wie viel Menschen, wie viel Job, wie viel Gemeinde, Herr, wie viel Wort, wie viel vom Heiligen Geist, wie viel von deinen Zusagen, Herr. Oh Vater, führe uns in der Erkenntnis, dass wir ein dankbares Herz haben. Ein dankbares Herz, das hinausgeht in deiner Kraft. Ein dankbares Herz, das weiß, es war nur die Gnade Gottes. Es war nicht mein Diplom. Es war nur deine Güte. Es waren nicht meine Eigenschaften. Es war nur deine Liebe, Herr. Und nicht das, was ich gearbeitet habe. Denn meine Arbeit ist ganz von meiner Gesundheit abhängig und du hast mir Gesundheit geschenkt. Oh Vater, führe uns in deiner Gnade, Herr, dass wir in deiner Liebe möchten, Herr, zulassen, dass dein Wort uns führt, Herr. Vergib, wenn wir nicht zugelassen haben, Herr. Oh Herr, du schenkst uns die Kraft. Dein Wort sagt, du bist der gute Hirte, Herr. Und der Hirte hat Schafe, Herr. Oh Herr, der Unterschied von Schafen und von anderen Tieren wie die Katzen ist, Herr. Die Schafe, sie bleiben im Gehege, Herr. Die Katzen, die gehen nachts aus. Herr, die Schafe, die folgen dem Hirten, Herr. Die Schafe, sie lassen sich scheren, Herr. Herr, die Schafe, sie meckern nicht, Herr. Herr, die Schafe, sie empören sich nicht, Herr. Oh, Herr, du bist der gute Hirte, Herr. Und oft, Herr, sind wir nicht gute Schafe gewesen, Herr. Herr, wir sind unseren eigenen Weg gegangen und haben es verirrt, Herr. Und haben so viel Schaden angerichtet, Herr. Für dein Reich, vergib uns, Herr. Hauptsächlich wir, Herr, die wir in Leiterschaft sind. Wir, Herr, die wir in Anspruch nehmen, dein Wort zu kennen, Herr. Wir, die wir in deiner Wahrheit gehen sollten.
Und oft, Herr, in so eine Kleinigkeit, so viel Bitterkeit, Herr, so viel Tratsch, Herr, so viele Lügen auf unsere Zunge, Herr, so viele Worte ohne Liebe, Herr, so viele Ansprüche, Herr, Herr, so viel Eitelkeit, Herr, so viel, Herr, von dem Fleisch, Herr, so viel Gemütlichkeit, so wenig Bereitschaft, Herr, die nächste Meile, so wenig Bereitschaft, die andere Backe hinzuhalten, Herr. Oh, Herr, bring uns zurück zu der ersten Liebe, Herr. Bring uns zurück zu der Bereitschaft, Herr, dein Wort zu teilen. Bring uns zurück auch, Herr, zu den Willen, Herr, dass wir auch Menschen, denen wir denken, sie sind unwürdig, Menschen, Herr, mit denen wir denken, wir verlieren nur die Zeit. Nein, Herr, du führst uns in Kraft. Komm, Heiliger Geist, Herr. Komm mit deiner Liebe, komm mit deiner Gnade. Fülle du deine Kinder, Herr. Vater, in Jesu Namen, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, Herr. Und ich bitte, komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, ich bitte, dass du jetzt deine Kinder, Herr, mit deinem Heiligen Geist taufst, Herr. Überall da, Herr, wo du einen Dienst vorbereitet hast, Herr. Ich bitte jetzt, dass du mit der Ausrüstung kommst. Vater, in Jesu Namen, fülle, erneuere, schenke Kraft. Komm, Heiliger Geist, lebassu mana gabassuri, labassuri und alebassuri mana, gurabassuri mana, lerassu mana, gurabassu mana, lerabassuri Spirito Santo. Kerabasula bala herze baote manaba Elohim le baraba somenaga le rabasuri anda le basore mana Kom Heiliger Geist le basore mana le rabasuri anda Halleluja Korabasuri anda Vater in Jesu Namen Kom Heiliger Geist Kom Heiliger Geist Kom Heiliger Geist Während der Lobpreis uns in Anbetung dient Lass dich nicht ablenken. Bleib mit dem Herrn. Vielleicht von zu Hause aus sind so viele Dinge, die versuchen, dich abzulenken. Glaube daran, Gott kann, Gott will. Er hat diese liebevolle Erneuerung in deinem Leben. Er hat das gute Werk begonnen. Er wird es vollbringen in Jesu Namen.